Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Resident Evil 4, dem Remake, meinem Let's Platin hier auf dem Kanal. Wir sind mittlerweile hier Kapitel 14, zweiter Durchlauf, New Game Plus Standard. Ja, sind mittlerweile auf der Insel. Ja, in der letzten Folge musste ich mit Bedauern feststellen, dass ich tatsächlich ein Schatz beim Abschnitt Burg vergessen habe. Dadurch habe ich leider nicht die Trophy bekommen. Habe mich natürlich darüber sehr geärgert. Aber ja, ist nicht zu ändern. Gott sei Dank haben wir noch ein paar Spieldurchläufe vor uns. Und können das dann dementsprechend eben in einem anderen Spieldurchlauf nachholen. Des Weiteren haben wir jetzt schon fast 1,5 Millionen Peseten. Ich denke, wenn wir jetzt beim nächsten Mal beim Händler sind, können wir hier auch noch die nächsten Schätze verkaufen. Der hier allein ist schon 100.000 wert. Hier nochmal 35.000. Hier das alles. Ja, ich denke, da kommen wir auch wieder auf die 200.000. Dann werde ich vielleicht die ein oder andere Waffe verkaufen, die wir so eigentlich nicht mehr benutzen, aus der Aufbewahrungsbox. Und ich denke mal, dass wir dann ja bei den 2 Millionen sind und können uns dann den Endlos-Raketenwerfer kaufen. Ja, für den nächsten Durchlauf Veteran. Wenn wir den Veteran-Durchlauf machen, bekommen wir nämlich die Ashley, also für die Ashley die Ritterrüstung. Und mit der Ritterrüstung sind wir dann dementsprechend unbesiegbar. Mit der Ashley. Ja, also die Ashley nimmt dann keinen Schaden mehr. Kann auch nicht mehr entführt werden. Und allerdings müssen wir dafür das Spiel dann, ich glaube, in unter 10 Stunden auf jeden Fall durchspielen. Denn den Rang A brauchen wir dafür. Ich glaube, es sind unter 10 Stunden, wenn ich mich nicht irre. Deswegen denke ich, dass wir die letzte Trophäe mit dem Schatz in der Burg, also alle Schätze in der Burg sammeln, in dem Durchlauf machen, nur mit Messer und Pistole. Gut, wie gesagt, hier sind wir Anfang Kapitel 14. Wir haben die Ashley hier wieder befreit. Und machen dann dementsprechend hier jetzt mal Schaffst du's? weiter. Was denkst du denn? Ich zähle auf dich. So, was haben wir hier alles noch? Gut, wir haben noch eine schwere Granate. Das ist schon mal gut. Zwei normale Granaten. Denn ich glaube, jetzt kommt gleich hier wieder da die Aktion da mit der, wo die Ashley da das Ding da bedient, für die Wand zu durchbrechen. Ja, da kann man das Ganze ein bisschen verschnellern, indem wir dann halt einfach eine Granate hinfeuern. Haben wir ja auch schon im ersten Durchgang mal ausprobiert. So, was haben wir hier noch? Wieder blaue Medaillons. Mal sehen, ob wir die noch machen. Und hier ist ein Aufzug. Gut möglich, liebe Leute. Wir sind jetzt Kapitel 14, dass jetzt hier die letzten drei Schießstände sind. Was bedeutet das? Ja, wenn das wirklich jetzt der Fall ist, werden wir hier nochmal das Ich hab da was, da Schießstand-Debakel könnte dir haben, gefallen. ne? Die dritte und somit auch die letzte. Gut, ich werde mal hier gerade eben schauen, was wir denn. Wir haben hier nur 10 Schießpulver, ne? Okay, ich gehe mal eben an die Aufbewahrungsbox. So, die Plectail, die hebe ich auf jeden Fall auf, die brauchen wir, ne? Das hier ist die Shotgun. Wir haben ja eine, die ist auch gepimpt. Wir haben die Broken Butterfly. Wir haben ja die Handcannon, ja, auch mit unendlich Munition. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Verkaufen. So, den brauchen wir nicht mehr. Den auch nicht mehr. Die Schlüsselkarte brauchen wir auch Ich nicht mehr. kaufe fast Ja, alles. das kann man alles hier verkaufen. So, die werde ich mal noch aufheben. Gut möglich, dass wir vielleicht noch was bekommen. Ja. Ach, die sind ja alle gar hier drin. Die hätte ich brauchen gar nicht
aus der Aufbewahrungsbox zu holen. Da sieht man es ja, wo sie drin sind. Okay. Ryogan, das war die jetzt, ne? Die Striker, das ist die, wo wir benutzen. So, hier die kann weg. Die brauchen wir. Das Sturmgewehr kann dann meiner Meinung nach auch weg. Die Broken Butterfly kann weg. Handcannon behalten wir. Das Kampfmesser, das werden wir natürlich behalten. Ja, wenn wir jetzt den letzten Kastellan in Kapitel 16 einsammeln, können wir das dann im nächsten Durchlauf pimpen, damit es unkaputtbar ist. Was dir gefällt, Fremder. Einsatzmesser können wir wegmachen. So, was haben wir noch? Hier. Pistol-Munition werde ich jetzt mal nicht verkaufen. Das war eigentlich dumm, dass ich das meistens verkauft habe jetzt so in dem Durchgang. Da wir ja den Veteranen-Durchlauf mit New Game Plus machen. Beziehungsweise, Messer-Durchlauf und Pistol. Hätte man das behalten können eigentlich, ne? Da habe ich nicht so ganz nachgedacht. So, Laservisier werde ich auch verkaufen, da wir das nicht auf die Blacktail machen können. Ja, und hier bei denen, na, kann man zur Not auch mal, da muss ich mal gucken. So, jetzt haben wir aber hier schon, guck mal, wir haben jetzt schon, das was ich jetzt hier drin habe, sind 845.000. Das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch über die 2 Millionen Peseten kommen, Leute. Bam. Sehr nice. Jetzt passt mal auf, Leute. Schaut euch das an. Moment. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Rezeptur, ah ja, okay. Gut, wir müssen ja sowieso dann noch in den nächsten Durchläufen sowieso ein paar Schätze sammeln. Also es ist nicht so, dass wir alles auslassen können, denn wir müssen ja für die andere Trophy alle Waffen erhalten. Ja, das ist also hier dann noch der Bolzenwerfer, die TMP, hier die Killer 7. Ja. Und wenn wir auf Profi durchspielen, bekommen wir, glaube ich, noch die Chicago Swiper oder wie die heißt. Ja. Und ich glaube, die Waffen, die wir jetzt verkauft haben, die zählen natürlich mit dazu. Die haben wir ja erworben. Ja. Aber wir kaufen uns jetzt hier den unendlichen Raketenwerfer, liebe Leute. Es ist soweit. Na dann, Zeit für ein bisschen Chaos zu sorgen. Sehr nice, liebe Leute. Sehr, sehr nice. So, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Kohle. Ihr seht hier die Handcannon, ja. Da müssen wir hier Angriffskraft und die Feuerrate müssen wir natürlich noch ein wenig hochbringen. Ne? Die Handcannon, der Unterschied habe ich ja schon erklärt, ist halt einfach, die Handcannon ist eine Bonuswaffe. Bonuswaffen, genau wie die Chicago Sweeper, die wir bekommen nach dem Durchgang mit Profi. Das sind Bonuswaffen. Bonuswaffen können in einem neuen Spiel für Rang S Plus genutzt werden. Ja, anders als der Raketenwerfer, den wir jetzt gerade gekauft haben, der Endlos, der ist eine New Game Plus Waffe. New Game Plus Waffen können nicht für einen Rang S Plus genutzt werden. Ja. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt hier mit der Handcannon das Tuning weiter fortführen. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, ob's passt. So, easy. Liebe Leute, easy peasy, lemon squeezy, sage ich dazu nur. Hier könnte man noch. Munitionskapazität. Ne? Schutzweste kann man noch reparieren und das Messer kann man vielleicht noch reparieren. Zack. Ja, Leute, guckt euch diese Scheiße an. Ist das geil, Alter. Ist das nicht geil? Geil. Schnellzugriff. So, wo machen wir die hin? Machen wir mal hier neben die endlos Handcannon. So, gib mal her das Teil. Zeig mal. Bam. Neißenstein, liebe Leute. Neißenstein. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob es mir möglich ist, die restlichen Schießstände auf Rang S zu bekommen.
Das gäbe dann nämlich nochmal zwei Trophäen. Einmal müssen wir mich jetzt noch hier mit, ich glaube, fünf Piraten mit einem Schuss machen. Das kann man gut mit der, mit hier der machen, na, mit dem Scharfschützengewehr. Und dann bekommen wir natürlich auch die Trophäe, dass wir alle Schießstände auf Rang S haben. So, und wenn ich danach an den Jeton-Automat gehe, ja, und die restlichen Jetons benutze und bekomme dann da den Anhänger mit dem Leon und Raketenwerfer, ne? Ich habe es ja schon erwähnt, dann hätte der Raketenwerfer nur 1,6 Millionen gekostet. Ey, dann kotze ich aber. Dann kotze ich echt ab. Jawohl. Leute, es ist soweit. Schießstand-Debakel, die dritte. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß dabei. Oh, guck mal, hier haben wir vier Waffen, können wir hier nutzen. Leck mir am Arsch. Oh, Bolzenwerfer, oh. Und hier Punisher und Ryogun. Gut, Voraussetzung für Bonus ist halt noch Fragezeichen. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine Runde machen. Schauen wir doch mal. Naja. Oh, Moment mal, wir können doch hier. Ja, das wird schon mal wieder nichts, glaube ich, ne? So wie das hier wieder losgeht. Ja, geht schon wieder gut los, liebe Leute. Es geht schon wieder gut los. So, jetzt wissen wir aber wenigstens, was wir machen müssen. Ich finde es ganz witzig, wie sie sich da aufs Fass sitzt. Und da auf uns wartet, ne? Und uns anfeuert, ne? Und so ein bisschen. Okidoki, also Voraussetzung für Bonus ist, mit höchstens 20 Schüssen alle Piraten zerstören. Na toll. Also Leute, es wird mal wieder ein bisschen dauern. Ich wünsche euch natürlich wieder viel Spaß dabei, mir zuzusehen, wie ich mich hier blamiere, weil ich ja so ein guter Schütze bin, Leute. Wirklich. Jo, so schnell kann ich. So schnell bin ich gar nicht. Ach komm, das da ist ja nix. Schon wieder, ne? Oh, ich habe gar keine Munition mehr für Dings da, ne? Das war mega. Scheiße. Das ist nichts, das da. Oh, Trickschuss haben wir bekommen.
Immerhin. Immerhin, wir haben den Trickschuss hier, ne? Zerstören Sie auf dem Schießstand mit einem Schuss 5 Zielscheiben. Wunderbar. Ja, das hat nicht gereicht. Das ist halt blöd. Ich habe eben gar nicht realisiert, dass wir dass wir die Shotgun gar nicht nachladen können, ne? Ah, das war wieder nix. Die müssen sitzen. Die müssen einfach sitzen. Verdammte Scheiße. Na, leck mich doch. Ja, das ist ja wieder nichts, ne? Da habe ich wieder einen vergessen. Ich weiß auch nicht so ganz, wann der richtige Einsatz der Shotgun eigentlich ist, ne? Das kannst du vergessen, ey. Und das Spiel ist vorbei. Ich bin so schlecht, Leute, mit sowas. Scheiße, Mann. Das kann nicht wahr sein, Leute. Es hätte noch nicht mal so viel mehr gefehlt für 9000 Points, ne? Verdammt. Oh Mann. Ernst?
Ja, ich hab mehr gebraucht, ne? Oh, leck mich doch am Arsch. Es hätte nicht viel gefehlt. Scheiße, Mann. Du hast ja richtig Talent, mein Freund. Ja, wir müssen das jetzt machen, Leute. Wir brauchen die Trophäe halt, ne? Das ist halt... Kann nicht wahr sein. Respekt, Leon. Nimm die Maschinen. 3, 2, 1. Leg los. Zeig was. Du bist ein Künstlerpartner. Ist das dein Ernst? Oh, traumhaft. Scheiße. Jetzt habe ich sogar noch weniger Punkte als eben. Es ist nicht zu fassen. Nice, endlich. So, das sollte aber gereicht haben. Jawohl. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen geschnitten, also rausgeholt, weil es waren echt verdammt viele Versuche, Leute. Das wollte ich euch echt nicht antun. Leck, mehr Marsch. Das gibt's doch nicht. So, noch zwei. 3, 2, 1. Leg los. Zeig, was du kannst. Du bist ein Künstlerpartner. So geht das. Das war mega. Nice. Endlich. Oh ja, lili. Ich bin total der Künstler, ja. Feierabend.
The Last, liebe Leute. The Last. Ich bin so froh, wenn wir das jetzt haben, ohne Scheiß. Glaubt mir kein Mensch, aber ey, hier ist verdammt viel Waffen, ne? Das. Und wir brauchen 18.000 Punkte. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ja. Das dachte ich mir schon, ne? Okay. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Ja, ja, total. Sehr gut. Doppelkill. Unfassbar. Dreifacher Kill. Bleib weiter am Ball. Alter, dein Ernst? Es hat nicht gereicht. Okay. Das ist aber auch echt verwirrend mit so viel Waffen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Mann, ey, wie knapp. Ein paar Points nur, ne? Ich krieg hier gleich die Krise. Der letzte Schießstand hier, ne? Alter. Das kann nicht wahr sein. Echt? Yes, Mann! Endlich! Da ist das Ding! Alter, leck mich am Arsch! Was eine Geburt, liebe Leute! Da ist die Trophy Schützenkönig, die Gold-Trophy. Schließen Sie alle Spiele auf dem Schießstand mit Rang S ab. Holy moly, war das eine Geburt! Ich kann es euch sagen. Wie gesagt, ich habe das alles ein bisschen rausgeschnitten, zusammengefriemelt. Ich habe jetzt ohne Scheiß, wir haben die Folge angefangen. Ja, OBS läuft hier noch. Eine Stunde und fünf Minuten. Kein Scheiß, Leute. Ich bin in sowas echt, wie gesagt, ich bin in sowas nicht gut. Dazu stehe ich auch. Ist mir auch egal, was andere darüber sagen.
Aber, puh, wir haben's. Wir können uns endlich dem Spiel widmen. So, haben wir hier erstmal die Jetons rein, die hart verdienten. Ja, auf Munition, ja, war ja klar, wieder sowas, ne? Leon mit Pistole. Die Reparatur von Messern ist 30% günstiger. Gut, sobald wir alle Kastellane haben und das Messer unzerstörbar ist, bringt uns der Anhänger auch nichts. Don Manuel, 15% häufiger Herstellbonus auf MP-Munition. Was haben die eigentlich mit der MP-Munition? Ich benutze noch nicht mal die MP. Also eigentlich so alles, was uns kaum was bringt, ne? Aber wisst ihr, was ich eben auch vergessen habe? Den Anhänger dran zu machen, damit wir mehr Geld beim Händler kriegen, wenn wir Waffen verkaufen. Ich habe ja eben Waffen verkauft. Aber gut, ist jetzt nicht dramatisch. Scheiß ich drauf. Okay, ich werde auf jeden Fall hier mal speichern. Speichern. Sowas von speichern. So Leute, wir können uns wieder dem Spiel widmen. Na, da zeig mal. Ich hab was Neues. Wir dürfen ja wieder Geld ausgeben, ne? So, hier brauchen wir 120.000, Leute. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Wäre das dann alles? Ich frag mich halt nur, ob wir halt auch den Raketenwerfer kaufen müssen. Oh, Koffererweiterung, liebe Leute. Koffererweiterung. Aha. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich frage mich halt, weil wir haben jetzt hier noch den Raketenwerfer, wo halt nur einen Schuss hat, ob wir den auch kaufen müssen für die Trophäe erhalte alle Waffen im Spiel, ne? Oder ob der Raketenwerfer hier jetzt reicht. Das würde mich mal interessieren. Pauf, Alter. Hohohoho. So, Geld werde ich natürlich trotzdem noch weiter hinsammeln, ne? Wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen was tunen. Die Kohle brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ich muss jetzt halt immer nur gut aufpassen, dass die Ashley halt nicht im Weg steht, ne? Wenn ich das Ding hier abfeuere. Die ist ja dann bestimmt direkt gedamaged. Na, ja, da machst du nichts mehr, ne? So, wir erinnern uns, hier war auf jeden Fall ein Schatz drin, ne? Ja, die Medaillons, die werde ich jetzt nicht mehr einsammeln, ne? Also, ich denke mal, das können wir uns sparen. So, wie war das jetzt hier nochmal? Haben wir hier nicht auch irgendwie einen Schatz gehabt? Oder kommt das gleich erst? Aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß, wir brauchen ihn nicht unbedingt. Mir geht es halt einfach darum, dass ich halt noch ein bisschen Kohle zusammen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Jetzt steht man eigentlich ja quasi direkt drüber, ne? Dem weiß ich es jetzt nicht mehr. Ist auch egal, jetzt komm. Wir wollen jetzt den Durchgang hier fertig machen, dass wir endlich hier bei Veteranen kommen, ne? Damit wir mal vorwärts im Spiel kommen, Leute. Wo gehst du hin? Ey, ich sammel hier noch einen, Alter. Was ist denn? Lass mich doch. Weil ein bisschen was an Kohle wollen wir ja schon haben, ne? Noch. Vorsichtig.
Ja, so macht es Spaß, ne? Auf jeden Fall. Achso, da muss ja die Ashley muss da hoch, ne? Da war ja was. Hilf mir hier mal kurz. Okay. Ups. Nein! Lass die los, Junge. Verletzt? Nein, danke. Bitte. No problem. Was ist hier los? Alles in Ordnung? Klar, auf jeden. Alles super hier. So, jetzt möchte ich aber ganz kurz, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht, ne? So hier lang. Ah, da ist nur eine Kiste. Aber mit einem Seidenkristall. Aber hier geht's doch auch noch runter, guck mal. Ah ne, da ist die Tür unten drunter, gell? Genau. Okay. Entfern dich. Ja. Nee, komm nur. Ach, das ist widerlich. Kommst du klar? Ja, früher hatten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Tja, früher. Beide gleichzeitig, okay? Mhm. Alles klar. Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Macht nichts, wir haben's gleich. Ah, ich wieder, ne? Diesmal klappt's. Yippie! Als drauf hier. Ja, Mann. Hohoho. Geiler Scheiß. Du bist doch nicht verletzt. Nein, nein, alles gut. Alles ist gut. Hilf mir mal. Alles klar. Gleich nochmal. Bin ich eigentlich oben? Oh, das war aber recht. Oh, das war super mittig. War das super mittig. Ich bin der Rattenbezwinger. Hier. So. Was? Wo ist er? Bestimmt auf der anderen Seite, ne? Machst du das? Klar. Na klar, macht sie das. Ich habe ein Händchen für sowas. Hohoho. Das Ding geht mir gut ab. Gefällt mir. Okay. Zack, 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 zack.
das noch ein Köfferchen. Mit einer kunstvollen Halskette. Die können wir natürlich ein bisschen füllen. Mit Steinchen. Und dann ist die natürlich ein bisschen wertvoller. Gibt's auch nochmal gut Cash. Gut. Oh. Zwei auf einmal. Oh, habt ihr gesehen? Zwei auf einmal. Da lag was. Wir sammeln alles ein. Wie immer. So, Moment, da könnte man tatsächlich noch einen Schatz mitnehmen, ne? Ja, das war jetzt nicht so. So, den sammle ich eben schnell ein. Zack. Okay. Ah, da müssen wir wieder so ein Stromrätsel machen. Nun denn... Ah, nee, das ist das gar nicht. Aber ich glaube gleich nochmal, gell? So irgendwie... Da machst du nichts mehr, ne? Junge. Easy. Was war das? Ey, sag mal, willst du mich verarschen, Alter? Lass die in Ruhe. Verstanden? Oh, Moment, da habe ich was vergessen. Von diesem Regenerator da. Ein roter Barrel. Den wollen wir natürlich noch haben, ne? Den wollen wir haben. Kein Problem. Ja, ich gehe das mal eben hier schnell alles einsammeln, ne? Was ich da eben so zerlegt habe. Zack. Ah. Gut. Ja, Mann. Ein Auftrag ist vom Tisch, was? Ja, Mann. Gute Arbeit. Ich habe nur Danke. Die feinste Ware im Angebot, Fremder. Vielen lieben Dank. Stirb mit. So, wir werden das hier mal ein bisschen verzieren, ne? Was haben wir denn da? Mama, haben wir da roter? Ein blauen? Und so ein Zack. Machen wir wieder ein bisschen Cash. Willkommen. Verkaufen. Zack, zack. Zack. Dem Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Kofferweiterung wäre schon ganz nice, ne? Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Naja, können wir eigentlich machen, weil wir im nächsten Durchgang haben wir, wie gesagt, den Veteran. Da nutzen wir ja Raketenwerfer.
Weil wir brauchen hier noch einmal 120.000 für die Handcannon, ne? Die brauchen wir aber erst bei Rang S+. Ja, das machen wir erst, wenn wir Veteran und Profi durchhaben. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Deswegen würde ich sagen, kaufen wir uns den Koffer. Je größer, desto besser. Ja, Mann. Hab ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. Ja, und wie gesagt, da müssen wir halt noch hier die Waffen kaufen, ne? Könnte man jetzt eigentlich kaufen und dann wieder verkaufen, oder? Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Ja, machen wir erstmal Kauf aufbrechen. Machen wir später irgendwann, das muss ja nicht jetzt sein, ne? So, was haben wir jetzt hier an Erweiterung? Ah, aber eine Spalte haben wir mehr bekommen, ne? Hier. Wir könnten mal hier so einen Fisch essen, oder? Und das Ei. Gibt gut Proteine, Leute. Proteins. So, jetzt können wir ja auch mit dem Raketenwerfer hier, ne? Ja, komm, heute sind wir mal Gentlemen. Wir fangen sie auf. Sie springt aber auch alleine runter, wenn man einfach weitergeht, ne? Das kann sie. Wo bin ich denn hier jetzt? Ich muss mal eben schauen. So, jetzt schießt die da, glaube ich, einmal mit dem Ding da drauf und schon ist die Wand kaputt. So, kann man das Ding hier rufen, ne? So, wie ist denn das? Kommt die eigentlich von alleine, ja, ne? Hast du das gesehen? Krass, oder? Das war so cool. Das war der absolute Shit. Liebe Ashley. Das war richtig nice. So. Gut, später im Speedrun werde ich da nicht noch da durchlaufen. Und das hier einsammeln, ne, ist ganz klar. Dann fahren wir natürlich direkt mit dem Aufzug weiter, aber jetzt würde ich das gerne noch machen. Wie gesagt, können wir alles verkaufen, dass wir noch den Rest ein bisschen tunen können später. Dass wir gut in den Veteran-Run starten. So, hier hat sich noch was, zack, ein paar Peseten. Gut, können wir direkt hier noch die Kisten einsammeln, zack. So, was haben wir hier? Jo, ne, das machen wir jetzt nicht mehr, ne? Das ist. Brauchen wir nicht mehr, komm. Wir haben das, was wir wollten eigentlich in dem Durchgang. Wir wollten den Endlos-Raketenwerfer. Ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Scheiße schon. Das haben wir erreicht. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Oh, Schießstände aber dann dementsprechend auch vom Tisch. Kapitel 16, dran denken, den letzten Kastellan einsammeln, dann haben wir den auch. Und können dann schön im Veteran-Run durch das Messer auf Endlos bringen. Also unkaputtbar quasi, ne? Jo. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Wie gesagt, es ärgert mich halt immer noch, dass wir da den letzten Schatz vergessen haben. Also ich, besser gesagt, ne? Aber ja. Ist wie es ist. Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Sadler, du Bastard. Du Bastard. Da hinten hängt noch ein Schätzchen, ne? Seht das? Komm, den nehmen wir.
Alter, krass. Man sieht den kaum, ne? Eigentlich könnte ich das ja auch wieder abändern. Da brauchen wir jetzt ja eher nicht mehr. Hier das Normale. Das reicht ja. Zack. Okay, let's go. Weiter geht's. Ja, ich weiß, wie gesagt, braucht man eigentlich nicht mehr das Sammeln jetzt so wirklich, aber kann man alles verkaufen, Leute. Man muss immer das Business daraus lesen, quasi. Zack. Zack. Wir machen alles zu Geld. Ah, die Arbeit ruft. Natürlich. So, hier gibt es den nächsten Riesenkäfer. Ja. Habe ich ja schon vor ein paar Folgen erwähnt. Gibt es 3 Stück. Kann man entweder essen oder für 10.000 verkaufen. Ja. Wir verkaufen das Ding natürlich. Gibt 10.000 Pesetas. Pesetas. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Schlamm dich! Hinterrücks ist das, nicht schlampig. Du machst Hinterrücks, Alter. Hinterrücks. Ja, das war so klar. Jo, jo, jo. Alles ist gut. Großer, passt schon. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. Mhm. Geht
steht doch nichts über dir! Noch am Leben, hä? Klar. Pures Glück! Wie du meinst. Wie du meinst. Oh, jetzt wird's hier aber... Ich weiter auf Leute wie sie gehört. Wir haben scheiß viel Zeugs im Inventar. Eigentlich hätte ich ja mal können hier so ein paar Sachen wegmachen jetzt, ne? Jetzt, wo wir ja den Endlos-Raketenwerfer haben. Du hast mit Bravour bestanden. Danke. Jetzt gilt es, Soldat! Angeblich. Das ist die Macht! Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell. Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst dein freches Mundwerk noch bereuen. Wo sind denn wir hier? Ah, ich muss hier ausweichen, ne? Das bringt hier gar nichts mit dem Raketenwerfer. Ich kann's kaum erwarten, dich zappeln zu sehen. Ups. Okay. Das hat uns aber übelst Damage gemacht. Weil ich stand direkt da vorne. Das war dann natürlich nicht so toll. So. So, da haben wir Kapitel 14 beendet. Machen wir direkt weiter hier. Kapitel 15. Mal sehen, wie schnell ich bin. Vielleicht machen wir da gerade halt hier in der Folge das Spiel durch. Wie gesagt, wir haben ja jetzt den Raketenwerfer. Hier habe ich auch alle Schätze auf der Insel. Wir werden natürlich trotzdem noch ein bisschen was sammeln, damit wir noch ein bisschen verkaufen können, ein bisschen Cash machen. Aber ansonsten versuche ich hier recht zügig jetzt durchzukommen, dass wir hier den Durchgang auf jeden Fall jetzt mal zu Ende bekommen und mit dem Veteran-Durchlauf beginnen können, ne? Da ist was Neues reingekommen. Willkommen! Ich habe was Neues für dich, Partner. Ich kaufe fast alles. So, wie gesagt, Pistolenmunition werde ich nicht verkaufen. Ne, die Gewehrmunition auch nicht. Schießpulver, Rohstoffe, das. Ah ne, komm, die werde ich mal, außer da, wo ich zwei habe von. So, ihr seht, man zieht auch manchmal immer das Doppelte, ne? Das gleiche wieder, da werde ich auf jeden Fall
verkaufen dann. Fremder. Oh, so, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir hier auf Tunen. Und zack, haben wir hier die Handcannon auf jeden Fall auf dem Maximum. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt kommt doch hier der Hubschrauber, ne? Was war das? Ein Freund. Genau, Mann. Sind wir was schuldig? Ja, mehr Kundschaft. Block sie irgendwo hin, wo Platz ist. Ich gebe ihnen, wofür sie hier sind. Alles gut, ich kann das schon. Ja? So, wo ging es denn jetzt hier nochmal weiter? Ah, hier, gell? Genau, jetzt ist hier offen. Überlass das Gebiet ab hier mir. Alles klar. Mach eine Verschnaufpause, bevor der Spaß für dich weitergeht. Jojojojojo. Schlecht. Einer hässlicher als der andere. Ja, ich bin dabei. Ich weiß nur nicht mehr so ganz den Weg, ehrlich gesagt. Da stand ich ja jetzt eben davor, ne? Oder? Hä? Ach, ist ja, stimmt. Ich musste dem schweren Maschinengewehr da, ne? Irgendwie. Da war ja was. Aber wie komme ich denn da hin? Alter.
Mensch. Alter, was ist los, aber? Es gibt wieder einiges an Piseten hier, ne? Das ist gut. Mist, keine Munition mehr. Da musst du leider selbst durch. Das ist natürlich nicht so toll. Oh, natürlich. Was habe ich getan? Ich muss da echt ein bisschen aufpassen, ne? Ich damage mich da immer selbst mit dem Teil. Das ist nicht so toll, Leute. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, wo ist der Schalter? Schalter, Schalter, Schalter. Und da ist er. Wer ist da? Nein. Ich will da runter. Hallo.
sind, gebe ich eine Runde aus. Ich kenne eine gute Bar. Du bist der nächste Selber. Verlass dich drauf. Oh Mann, Alter, diese scheiß Viecher da, ne? Ich hasse sie. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wir verschwinden jetzt Speedrun-mäßig hier. Huch. Kommt da einfach einer rausgefallen, ne? Komm. Bleib, wo du bist. Schlange. Was ist mit dem, Alter? Angeblich. Nicht schon wieder so. Alter. Nicht normal, ne? Ich hasse die wie eine Sau. Das glaubt mir kein Mensch, ey. Oh, geh fick dich. Ohne Scheiß, Alter. Ich hasse diese Drecksviecher, ne? Nicht normal. Fast geschafft. Ashley, ich komme. Das ist nicht normal. Alter.
Ah ja. Einfach nur dumm. Manchmal. Mehr sage ich dazu nicht. Ah, schade, ich dachte, die kann man zerstören. Jetzt habe ich schon wieder von so nah geschossen. Warum mache ich das immer, Mann? Was ich da an Kraut verschwende dafür, ne? Das ist nicht normal. So. Ashley hinterhergehen, das werden wir tun. Wo sind wir hier? Heiligtum. Oh. Ashley! So, kennen wir ja alles schon, ne? Ashley. Verdammt. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen weg hier. Labor B. Müsste da lang sein. Was zum... Ja, zieht sich jetzt halt ein bisschen, ne? Ja, die Folge wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger wie die anderen. Ich denke mal, wir machen das Ding hier jetzt gerade durch, ne? Und dann wird es in der nächsten Folge dann dementsprechend den Veteran-One geben. Da werden wir schnell durch. Rushen, also so schnell wie es mir möglich ist. So schnell und so gut, wie ich das Spiel kenne. Aber wir werden es auf jeden Fall so schnell durchschaffen, dass wir auf jeden Fall die Ritterrüstung für die Ashley bekommen. Und dass wir dann auf Profi das Ding durchspielen können, ne? Verdammt nochmal! Ah,
Ja, weil viel ist es jetzt, glaube ich, hier nicht mehr, ne? Ich glaube, jetzt gleich mit ihr da noch ein bisschen spazieren gehen und dann kommt ja schon der Sattler. Und der sollte ja schnell erledigt sein mit dem Raketenwerfer, ne? Diesmal muss ich etwas bewirken. So, das Kapitel ist beendet. Kapitel 15. Zack. Machen wir direkt weiter. Direkt. The Last, ne? Oh. Müsste das ja sein jetzt hier. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Kapitel 16. So, wo der letzte Kastellan steht, weiß ich auch. Ne? Das kommt aber erst gegen Ende, wenn Zeit läuft. Ne? Bist schon richtig geübt. Ja. Geht's dir wirklich gut? Klar. Mir ging's nie besser. Gut. Die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Oh nein. Oh nein. Scheiß Viecher. Wo gehe ich hin, Alter? Achso, da ist noch einer. Sorry. Habe ich nicht gesehen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Leon, sieh nur! Ist das nicht? Bleib hier. Das ging flott. Liebe Leute, das ging flott. Leisenstein. So, jetzt läuft Zeit. Jetzt müssen wir aufpassen. Bei Profis ist sogar viel weniger Zeit. Da habe ich gehört, es wird sehr, sehr knapp. Da musst du schnell sein. Auf dem Weg noch schnell das Kraut mitgezerrt. Habt ihr gesehen? Gib's mir. Gib mir das Kraut. Noch haben wir es nicht geschafft. So, Achtung, hier müsste jetzt der Kastellan sein. Irgendwo. Da oben steht er, seht ihr ihn? Alter. So, da haben wir die Trophy, ne? Alle Kastellaner haben wir eingesammelt und zerstört. Also zerstört, nicht eingesammelt, aber ihr wisst schon. Na? Dementsprechend können wir dann jetzt im nächsten Durchlauf dann das Messer auf unkaputtbar tunen. So, fahren wir noch mit dem Ding da raus und dann ist das Spiel hier zu Ende, liebe Leute.
Wem. Ja. So, wir brauchen ja nicht aufzupassen, dass wir nirgendwo anstoßen. Wir haben die Trophäe hier bereits, ne? Pauf, Alter! Zack, Alter, direkt. Oh, das war krass. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen besser aufpassen. Sonst ist das, explodiert das Teil hier gleich. Das macht ja übelst direkt Damage. Ich fahr mal lieber nicht so schnell, gell? Ah, aua. Ah, ah, Hilfe. Boah, unik. Ah, die Ashley, die hat Spaß. Der geht das gut ab. Die freut sich. Die freut sich ohne Ende. War wenigstens einer hier, ne? Wem. Oh Mann. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt noch einmal irgendwo dran krachen, sind wir tot. Das so glaube ich jetzt nicht. Das war sowas von scheiße knapp. Aber egal. Boah, Leute. Juhu. Wir haben's. Runde 2 abgeschlossen. Yeah. Und Ziel erfüllt. Zumindest eins. Wir haben den Endlos-Raketenwerfer. So, 12 Stunden. Vielversprechender Agent. So, haben wir die Hauptstory abgeschlossen hier, ne? Auf dem Schwierigkeitsgrad Standard. 12 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang wieder alle Schätze da eingesammelt, etc. Wie gesagt, das mit der Burg, ja, ist ja echt dumm gelaufen, ey. Da habe ich nicht drauf geachtet. Keine Ahnung warum, weshalb und wieso. Einer hat gefehlt. Diese Trophäe fehlt jetzt allerdings noch. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ansonsten haben wir den Endlos-Raketenwerfer. Das war unser Ziel des Durchlaufs hier eigentlich, unter anderem. Ja, wir haben die Handcannon komplett aufgepimpt, was schon mal sehr gut ist, wenn wir Rang S Plus haben wollen. Wir haben alle Kastellane eingesammelt, hat es eben auch die Trophäe gegeben und wir haben endlich die Schießstände. Das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet. Ja, deswegen auch hier die zwölf Stunden hier, ne? Ja. Dann haben wir auch hier wieder ein paar Aufgaben abgeschlossen, haben wir wieder ein bisschen EP und hier ist es freigeschaltete Bonuswaffe, ewiges Messer. Dann haben wir hier ein Accessoire freigeschaltet, die Sonnenbrille. Dann haben wir hier eine Maske, Polyurethan. Dann haben wir die Fliegerkappe. Ja, es ist auch tatsächlich so, wir können das mal kurz, ich gehe mal hier auf Weiter eben schnell, ne? New Game Plus schaue ich immer, dass wir das hier unten halt machen, dass ich das bloß nicht überschreibe. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass bei diesen Accessoires ist es so, wo haben wir es denn? Ah ne, hier haben wir es glaube ich nicht, ne? Boni Shop. Gut, hier kann man natürlich die Sachen kaufen auch, ne? Jetzt hier wie die die Maske, Sonnenbrille etc. bla bla bla, ne? Und manche Accessoires haben auch gewisse Sachen, ne? So gewisse, ja, bei dem einen hast du halt 30% weniger Schaden oder sowas, ne? Nur als Beispiel jetzt. Auf jeden Fall werde ich hier mal das Messer holen. Ich kaufe das, ich erwerbe das jetzt einfach alles mal, ne? Dass wir das haben. Ein bisschen was werde ich natürlich noch aufheben müssen. Für Ashleys Ritterrüstung. Also das könnte man jetzt hier alles kaufen. Alles. Das werde ich jetzt... Moment mal. Was war denn das hier unten? Ja, das kann man hier halt nur betrachten jetzt. Ne? Das sind nur die Modelle. Was ich aber jetzt gucken wollte, Hauptstory.
Hier bei Extras, ne? So, Leons Totenkopfmaske. Ich weiß nicht, ob wir schon... Ah, hier schön mit Capcom, ne? Ich weiß nicht, ob wir schon was haben, aber es sieht nicht so aus, als hätten wir schon ein Accessoire. Aber manche Accessoire halt, wie gesagt, so Gasmaske gibt es zum Beispiel. Oder den Hühnerkopf, ne? Kannst du halt anziehen. Hühnerkopf, ich glaube, da hast du wirklich tatsächlich weniger Schaden. Also manche Accessoires haben dann noch so extra Sachen halt einfach, ne? So, fürs nächste Mal nehme ich das hier. Ja, jetzt haben wir hier halt die Jacke, T-Shirt, Nadelstreifen. Ja. Können wir hier schön als Gentleman können wir gerne mal als nächstes machen. Ja, hier, ne? Ja, das sieht mir zu. Dann machen wir hier wieder den Romantik-Look von mir aus. Ne? So, hier haben wir ja, Sonnenbrille, ne? Stylische Maske. Ne? Passt natürlich dann zu den... Würde zu den Haaren passen, ne? Hier blau. Ja, komm, machen wir hier die Maske für die Ashley rein. So, zack. Und dann, ja, liebe Leute, ist die Folge hier an dieser Stelle dann dementsprechend zu Ende. Und in der nächsten Folge starten wir den Veteranendurchlauf. Wie gesagt, den werde ich versuchen, so schnell wie möglich durchzuballern. Dass wir endlich dann dementsprechend die Ritterrüstung für die Ashley haben. Dann brauchen wir auf die Ashley so nicht mehr zu achten. Die kann nicht mehr entführt werden. Sie bekommt keinen Schaden. Und dann denke ich mal, dass wir den Profi-Durchlauf danach machen, nach Veteran. Und dann gehen wir an die Durchläufe Rang S Plus auf Veteran. Und der Durchlauf nur mit Messer und Pistole. Ne? Dann brauchen wir auch noch einen Durchlauf. Müssen wir auch dran denken. Mal gucken, mit wem wir das am besten kombinieren. Dass wir nicht mit dem Händler sprechen. Ja? Ich denke mal, dass wir das eventuell bei dem Profi-Durchlauf machen. Weil jetzt im Veteran ran möchte ich halt natürlich noch die ein oder andere Waffe kaufen, ja, die uns dann noch fehlt. Zwecks Trophy. Und ich möchte das Messer pimpen, damit das ewig lebt quasi. Ja, so ist mal der Plan, liebe Leute. Ich hoffe, dass ihr dann weiter hier dabei seid bei meinem Let's Platin hier zu Resident Evil 4, dem Remake. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, liebe Leute. Ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, zeigt es mir gern mit einem Daumen nach oben. Ja, abonniert den Kanal, falls das noch nicht passiert ist. Kommentiert das Ganze, würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.